Hallo und herzlich willkommen bei Space Haven Alpha 19. Da sind wir. Wir haben 5 Leute, Crew. Unser Schiff wächst und gedeiht. Und ja, keine Ausfälle von Stream mehr. Ist ein ganz normaler Dienstag. Leider ohne Dienstagspolitik, aber mit Space Haven. So, hier laufen noch Leute. Was haben wir hier? Rauch. Oh, Rauch. Aber es geht gerade wieder weg. Sehr, sehr gut. Wir müssen eine Quest zurückgeben. Nee, Kundschafte ein Sonnensystem auf. Im Sektor begeben Asteroidenfold. Genau. Oh, Lars! Lars, einen schönen guten Abend und herzlichen Dank für das Abo. Ja, einen guten Abend wünsche ich dir auch. Und danke für die Unterstützung. Mein Gott, 33. fortlaufender Monat. Dankeschön. Ja, und wer Teil der Crew werden will, Ausrufungszeichen Crew, in den Chat. Wenn wir ein neues Crewmitglied finden, ziehe ich daraus jemanden und dann ist das Teil der Crew. Genau, wir müssen ein Sonnensystem auskundschaften, beziehungsweise wir haben ein Sonnensystem ausgekundschaftet. Wir können das zurückgeben. Wir müssen dafür zurückspringen und dann können wir ein neues System springen. Ein Problem, was wir haben. Bump. Hier oben. Oh. Ja, wir sind ganz knapp zu schwer, wenn mich das nicht alles täuscht. Wenn ich jetzt anfange zu springen, ich mach mal hier, dass wir starten zu springen, weil wir müssten, glaube ich, knapp zu schwer sein. Nein, sind wir nicht. Wir sind nicht knapp zu schwer. Das hatte ich falsch im Kopf. Okay, wir sind bei 2400. Wir haben 3200 mit den Antrieben. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte schon, wir wären doll zu schwer. Nein, wir können hier wegspringen. Wir können die Leute, mit denen haben wir wild gehandelt. Wir haben hier in diesem Sektor alles auseinandergenommen. Wir starten direkt hier frisch mit einem Sprung. Flupp! Wir sind zu fünft. Ich bin so euphorisch. Eingehende Subraumnachricht. Nanu. Was haben wir? Zielort finden, Versteck des Piratenpacks. Mit einem kleinen Schild wohl eher nicht. In diesem Sektor hätten wir hier noch Wasser, was wir einsammeln können. Und hier hätten wir Wasser und Edelmetalle und noch ein Schiff. Noch ein verlassenes Schiff. Oder hier unten hätten wir noch ein verlassenes Schiff. Ich glaube, hier war irgendwie noch was. Da sind wir so durchgewuppt. Waren da Feindbots oder sowas? Liefere Fracht. Ja, nee, wir liefern keine Fracht. The Real Panzer bin gleich wieder da. Was ist der Lurk? Funhunter. Lurk heißt, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Lurk heißt einfach nur, dass du quasi, du guckst zwar zu, aber wirst dich nicht groß am Chat beteiligen, weil du gerade irgendwie noch was anderes machst oder sowas. Ja. Flotter Otto, oh mein Gott. Torben aus dem Norden hat aus einer Schnapslaune heraus seinen Nickname geändert und heißt jetzt Flotter Otto. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Laffelrock, hey, schönen guten Abend. So, wir haben hier noch zwei Systeme, wo Schiffe auf uns warten. Wir sind jetzt aber ganz gut aufgestellt und wir müssen hierhin zurück, um eine Mission abzugeben. Wir haben jetzt noch 12 Sprünge. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen das ohne Zwischenstopp. Wir springen hier einfach wild durch. Genau. Hierhin, hierhin, ohne einen Zwischenstopp. Und wir machen hier einen. Da müssen wir hin, da wo das Kreuz blinkt. Wir haben jetzt noch 8. Das müssten wir also in einem schaffen. Gut, wir sind 5 Leute. Wir nehmen Pillen. Oh, Flotter Otto. Dankeschön. Also, Torben aus dem Norden abonniert schon 30 Monate. Danke für die Unterstützung. Lieber Torben, lieber Otto. Ich bin nicht schizophren, ich bin nicht schizophren. Nein, du bist nicht schizophren, ich bin, also, ja. Gut, wir springen jetzt hier mal. Bitte keine Unterbrechung. Oh, wie schön. Wie schön, da sind wir. Wir kommen auch nicht automatisch aus dem Hyperraum raus. Wir haben noch 6 Sprünge, das heißt, wir können hier ohne Zwischenfälle, kommen wir hier an und können unsere Queste abgeben. Und haben wir das Schiff schon ausgeräubert? Oh! Da haben wir Schrotflinten, Ladeautomat und 2 Flammenwerfer. Kann angebaut werden an Gewehr und an Lasergewehr. Das haben wir beides noch nicht. Aber wir haben diese Dinge jetzt. Wir haben hier unten noch ein Wrack. Transfer, da ist nichts mehr drin. Wir haben Weichschrott, Infraschrott und Rumpfschrott. Hol mal da Schrott raus. Super.
Wir werden mit denen handeln. Wir haben zu verticken. Nehmt ihr irgendwas? Nee, ihr nehmt keine aufregenden Sachen. Wir haben aber Geld, 4.400. Wir könnten Energium brauchen, aber wir haben genug Energiestäbe. Wir könnten... Na, Hyperium braucht man nicht zwangsläufig. Oh Mann, Funhunter! Oh, wo wird das denn angezeigt? Da wird das mir nicht angezeigt, aber hier wird es mir angezeigt. Funhunter, herzlichen Dank für die Unterstützung. Ein neuer Sub von Funhunter. Danke. Ich weiß das sehr zu schätzen. Wir haben Wasser, wir haben Rumpfblöcke, wir haben selber genug Rumpfblöcke, die würde ich eigentlich eher gerne verkaufen. Wir haben die haben Techblöcke. Etwas, was uns fehlt, sind Techblöcke. Ich kaufe 3 Techblöcke. Wir haben 2 Energieblöcke, das ist auch sehr gut. Früchte. Warum haben wir 4 Infusionsflüssigkeiten? Bin so ein bisschen hin und her gerissen. Chemirohstoffe brauchen wir auch. Ich gebe jetzt mal einfach sehr viel Geld aus. Wir kaufen 7 Chemirohstoffe und 3 Tech-Blöcke. Von denen. Dienstleistungen, reparieren, nee, Missionen, Gefangene verlegen. Das hatten wir letztes Mal schon. Wir warten jetzt Belohnung und Handel ab und nehmen hier noch ein paar Sachen mit. Würde ich sagen. Achso, wir pausieren. Das sollte so nicht sein. Und um Gottes Willen, Armekuni, hey, herzlichen Dank. Armekuni abonniert ebenfalls schon 37 Monate. Na, wenn das gerade so schön tuscht, 37 ist eine schöne Zahl. Ja, allerdings. Auch dir herzlichen Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Huiuiui. Ja, genau. Wir bauen hier unten noch ein paar Sachen ab, die wir haben liegen lassen, weil wir hatten irgendwie andere Sachen nötiger. Wir haben 0 Energium, da würde ich auch gerne noch was dran ändern. Und 14 Energiestäbe. Vielleicht kaufen wir doch ein bisschen Energium. So. Oh, wir haben die Sachen. Schrotflinten-Ladeautomat. Ich würde einen Schrotflinten-Ladeautomaten mal verkaufen. Und, achso, die haben gar kein wir haben kein Energium. Die haben Energium. Ich kaufe mal eins. Ein Energium. Ein Energium kaufen wir. Hier bauen wir noch weiter Sachen ab. Rumpf und Infrastruktur und all so eine Sachen, damit wir hier noch mehr Blöcke haben, die dann verarbeitet werden können. Weil wenn wir 5 Leute haben, dann sind die alle ganz gut busy und können Dinge tun. Ah, Beidwelt und Frau Höhne haben ein paar Nebenwirkungen von den Tabletten. Deswegen ist das ganz gut, wenn wir erstmal hier noch ein bisschen bleiben, ein bisschen Handel treiben und zusehen, dass wir hier noch Sachen abbauen. Und dann erst zurückspringen, weil ich würde dann halt... Wir haben halt keine Kryostase-Kammer, ne? Deswegen ist das mit... Wir müssen Pillen nehmen. Und ich will nicht zu viele Sprünge direkt hintereinander tun. Wir haben oben 3 Beete. Frau Höhne baut jetzt auch schon wieder ab. Wir sind immer noch nicht so, dass wir sagen können, oh, wir haben hier massig Sachen zu essen. Wir haben unseren Algen, den Algomat, wo wir was essen können. Aber in der Küche haben wir immer noch... Ja, verfügbare Ressourcen reichen nicht aus für das, was wir anbauen wollen. So ist das, ne? Wir haben hier ein Kadaver eines Schleppers. Können wir den nicht kompostieren? Achso, menschliche Organe. Schlepperleiche. Machen wir mal von Hand eine Schlepperleiche da rein. Und dann kommen hier auch Sachen raus. Genau, wir haben jetzt wieder ein bisschen Chemirohstoff, das ist super. Und wir haben ein Energium, das wird uns auf kurz oder lang auch helfen. Irgendwie müssen wir hier auch mal mit Ausbau vorankommen. Und genau, hier hinten werden jetzt Sachen abgebaut. Es werden Rumpfschrott wird gesammelt, es werden Infrastruktursachen abgebaut. Das ist gut. Und jetzt sind auch die Nebenwirkungen der Pillen abgeklungen. Das ist auch sehr gut. Funhunter, da wäre ich organisierter, würde ich auch einen Streak schaffen. Es ist, oh Mann, und Armacoon Prime Sub hat deinen Streak kaputt, ja. Es ist,
Ich freue mich über jeden Streak, aber ich freue mich auch, wenn ich die Namen einfach wieder erkenne, weil ihr so regelmäßig hier seid. Also das ist ja auch ganz wundervoll. Also das macht ein wohlig warmes Gefühl, falls euch das jetzt irgendwie hilft. Beidwelt, schönen guten Abend. So, wie sieht das hier unten aus? Hier bauen wir immer noch ein paar Sachen ab. Da sind jetzt langsam alle Infrastruktursachen abgebaut und dann wird das auch mehr wieder mit den Infrastrukturblöcken, mit den Weichblöcken und so weiter und so fort, weil all diese Sachen, all diese Varianten werden wir brauchen für Kryostasekammern. Da wird wieder zurückgeflogen. Wir sammeln dann also Sachen weiter ein, beziehungsweise das sind alles Güter, die wir verkaufen können. Dass wir halt einfach auch nochmal 12 Elektronikteile haben, aber diese gut wie nie vertickt kriegen, ist halt auch so ein bisschen ätzend, ne? Aber was willst du machen? Oh, was haben wir hier oben? Was hat er da gerade angezeigt? CO2-Mangel? Wahrscheinlich, ne? Wir müssen irgendwann mal, müssen wir hier oben uns auch einen CO2-Erzeuger irgendwie hinstellen. Und ja, was hast du? Nee, das dauert noch, das ist noch nicht lang genug. Wahrscheinlich sagt der CO2-Mangel. Ich gucke mal, wie teuer ist denn das? Nahrung, CO2-Erzeuger, braucht man einen Tech-Block für. Natürlich. Natürlich brauchen wir einen Tech-Block dafür. Und den könnten wir hier vorstellen oder hier nebenstellen. Dann kann man aber nicht mehr da dran, um das zu reparieren, aber das wäre jetzt nicht so schlimm. Doch, es wäre schlimm. Wird den eher, da kann ich den glaube ich nicht hinmachen. Kann ich den direkt da hinsetzen? Nee, kann ich nicht, aber ich kann ihn so hinsetzen. Ja. Ja, wir brauchen mal einen CO2-Erzeuger. Wir müssen was hier für unsere Dings tun. Beidwelt sagt, ich habe eh wenig Kryokammern aktuell, die Tabletten sind echt gut. Oh, neue Missionen verfügbar. Was hat man denn an Missionen? Die Gefangenen verlegen. Ja, ich glaube, soweit sind wir noch nicht und einen Gefängnisbereich haben wir auch nicht. Wir halten uns nur so gerade am Leben. Es wird geerntet. Hier unten sind wir quasi durch. Was fehlt denn noch? Bergen. Ein bisschen Rumpfschrott. Ja. Dann nehmen wir den nicht mit, sondern starten unsere Motoren wieder und fliegen mal wieder zurück dahin, wo wir wegkamen. Oder wir gucken mal. Also hier haben wir, das mit den Subraum-Nachrichten, manchmal sind da coole Sachen bei, aber nicht immer. Ein Außenposten errichten. Hier haben wir alles. Nee. Da haben wir noch ein verlassenes Schiff offen. Sollen wir das verlassene Schiff hier so nah an unserem Heimatsektor machen? Da unten haben wir auch noch nicht alles erkundet. Dann geht's nach da weiter. Hier unten sind Piraten. Da oben ist Militäraußenposten. Es ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, vielleicht über den hier mal nach hier zu springen, um mehr Optionen aufzusetzen. Ansonsten müssen wir da durch und da durch. Wobei, da oben wartet noch Wasser auf uns und zwei... Tja. Lieber Chat, dann frage ich euch doch mal. Eher nach hier, nach Amiris Brown Belt, nach unten... Oder Richtung hier Militäraußenposten orientieren. Was würdet ihr sagen? Ich bin gerade unschlüssig und ich würde mich über euren Input freuen. Mal gucken. The Real Panzer arbeitet mit einem USB-Mikroskop und seine Pflanzen zu monitoren. Oben, Beidwelt sagt, unten wird böse. Warum wird's unten böse? Lexapor, schönen guten Abend und oben. Okay, ganz viele sagen oben. Na, dann machen wir das doch mal. Das war mein ursprünglicher Plan, dass wir hier nochmal durchkommen, dass wir dann an zwei Systemen anhalten und Wasser einsammeln. Unten hast du einen Totenkopf. Ja, ich weiß, hier unten sind Piraten. Da will ich auch nicht hin. Ich wollte hier hin, weil hier kann man sehen, guck mal, da gehen zwei Dingsi-Bumsis weg. Gehen also so zwei weitere Sprungdinger weg. Und hier oben geht's auch weiter. Wenn man da näher rangeht, das hätte ich vielleicht sagen sollen, da gehen auch zwei weg. Da. Ja. Das heißt, da geht es weiter.
Aber in den Systemen waren wir noch nicht. Deswegen, das war mein Oben und Unten. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass wir da unten hingehen. Aber die meisten haben oben gesagt, wenn das ein Missverständnis war, ist jetzt egal, wir gehen nach oben. Also wir gehen dasselbe wieder zurück, wo wir hergekommen sind. So einmal. Ja, so Brom. Lexapo, ich kenne das Spiel nicht, aber ich sag mal oben. Okay. Liefere Fracht. Nee, Frachtmodul haben wir jetzt auch noch nicht. Wir gehen mal weiter hierhin und dann dieselbe Hyperraum-Sprungstrecke zurück. Wieder mit Tabletten, bitte. Mal gucken. Ja. Oh, Militärallianz. Nee, die möchten wir nicht. Die möchten wir nicht stören. Nö, nö. Armekuni und Frau Höhne haben einmal ein bisschen sich Weltraumkrankheit eingefangen. Aber das ist okay. Das ist okay. Wir. Hier ist Kalt from New Haven. Könnten wir mithandeln? Ich glaube, mit denen haben wir auch schon gehandelt. Wir könnten uns hier das Wassereis holen. Machen wir das? Nee, komm, wir gucken jetzt erstmal. Wir gucken jetzt erstmal hier. Hier oben in dem Sektor. Gehen wir erstmal rein, holen uns Metalle und Wasser. Und das Zeug, was auf dem Schiff liegt. Feindbots entdeckt. Okay, wo sind hier Feindbots? Feindbots sind hier. 1, 2. Auf dem Metalldingensbummens. Und sind hier wohl Roboter drin. Wir haben Feindbots im System. Die heben aber erst ab, wenn wir sie da drüben stören. So, wie sieht's denn aus mit unserem ausgeschlafen sind Frau Höhne und Beidwelt nicht wirklich. Das heißt, ihr beide übergehen einmal schlafen. Einmal schlafen, bitte. Frau Höhne muss erst nochmal einen Moment sitzen und dann jetzt hoffentlich gleich in eine Falle gehen. Ah, Frau Höhne geht schon eigentlich ganz gut. Ah, jetzt legt sie sich hin, okay. Und ich würde sagen, Torben ebenfalls. Real Ass Kicker ebenfalls. Auch nochmal schlafen, bitte. Einmal in die Doppelstockbetten. Sehr gut, dass wir unser Außenteam. Armekuni kann ein bisschen arbeiten, es tut mir leid. Armekuni arbeitet und unser Logistikroboter arbeitet. Das ist ganz zauberhaft. Mikrometeoriteneinschlag bevorstehend. Wir haben ein Schild. Ein Schild haben wir. Ein Schild haben wir. Nana Beidwelt, nein, nein. The Real Panzers hatte ich mir fast gedacht. So, bisschen ausgeschlafen sind wir. Achso, ich bin auf normalem Speed. Wir machen mal ein bisschen schneller schlafen. Und ja, Beidwelt ist nicht hundertprozentig fit, aber dann machen wir jetzt mal 1. Übergehen aus. Direktbefehl ins Shuttle, bitte. Alle mit Pistolen. Wir können leider, wir haben noch nicht bessere Sachen hergestellt. Wo sind wir? Wir sind dabei, den Strom, den besseren Stromerzeuger zu erforschen und Industrie. Und eigentlich sind wir jetzt mal dringend dabei, dass wir Gegenstandshersteller Waffenbauteile. Nee, wir wollen Laserpistolen. Oder Abwehrkanone. Oder was wollen wir? Energiestäbe, Pistole und Gewehr. Wir könnten mit Gegenstandshersteller, können wir eigentlich schon. Können wir damit schon Waffen herstellen, ganz normale? Müssten wir eigentlich, oder? Wenn wir einen Gegenstandshersteller haben. Ja, sagt Beidfeld. Sehr gut. Das heißt, wir müssten jetzt mal demnächst einen Gegenstandshersteller bauen. Das ist das Allernächste. Ressourcen, Gegenstand, nee, nicht Gegenstandswerkbank, Gegenstandshersteller. Wo machen wir den immer hin? Gegenstandshersteller könnten wir hier hinsetzen. Da steht er so ein bisschen im Weg. Nur ein bisschen. Oder wir könnten ihn hier unten in den Weg stellen. Brauchen wir nicht so oft. Oder wir stellen ihn hier unten oder da unten hin. Ich überlege gerade, dass wir ihn vielleicht tatsächlich. Kommen wir dann noch hier durch? Ja, wir könnten ihn hier unten hinstellen. Da kommt man dann noch durch. Ist nicht der beste Ort, tatsächlich.
Ja, wir machen den Gegenstandshersteller mal dahin. Da brauchen wir, für den Gegenstandshersteller brauchen wir natürlich einen Tech-Block, aber wir haben einen Tech-Block. CO2-Erzeuger haben wir da oben hingesetzt, Gegenstandshersteller dahin, dann kriegen wir bessere Waffen. Aber im Moment gehen wir jetzt noch mit ganz normalen Waffen hier oben rein. Andocken, einmal dahin. Wir nähern uns der ganzen Sache mal von oben. So. Fahrzeug. Achso, unser Fahrzeug, das Shuttle ist vom Mikrometeoriten getroffen. Mein Gott. So. Und jetzt gucken wir mal.